Konnichiwa und herzlich willkommen zu Japan hautnah. Ich bin die Lena und heute geht es um diese kleinen Karten hier. Die heißen IC-Karten. War mir auch nicht klar, woher der Name kommt. Integrated Circuit. Also hier ist ein Schaltkreis integriert. Und diese Karten sind einem Japan-Urlaub nicht wegzudenken. Auch einem Leben hier in Japan nicht wegzudenken. Meine ist eine Manaka, aber die allerbekanntesten sind vermutlich Passmo und Suica. Also, was ist eigentlich eine IC-Karte? Wie benutzt man sie? Wie kommt man an so eine ran? Und warum brauche ich sie überhaupt? Das sind die Fragen, die ich in diesem Video beantworten werde. Eine IC-Karte ist für das bargeldlose Bezahlen in Japan wirklich nicht wegzudenken. Als sie erfunden wurden, waren sie hauptsächlich für den Zugverkehr gedacht. In Japan funktioniert das Zugfahren sehr viel anders als in Deutschland. Man hat nämlich immer solche Ticket-Gates. Da muss man durchgehen, um auf einen Bahnhof reinzukommen und auch wieder rauszukommen. Früher hat das alles mit Papiertickets funktioniert, das gibt's heute immer noch, aber mit so einer IC-Karte ist alles viel einfacher. Wenn man also einen Zug fahren möchte, dann geht man durch das Ticketgate durch, dabei macht man einmal Pi und dann wird diese Karte registriert. Und wenn man an seiner Station ankommt, dann geht man aus dem Ticketgate wieder raus, macht nochmal Pi. Dann wird das Geld abgezogen, je nachdem von wo bis wo man gefahren ist. Heutzutage funktioniert diese bargeldlose Bezahlung nicht nur an Bahnhöfen, sondern auch in sehr, sehr vielen Bussen. Außerdem ist das mittlerweile netzübergreifend. Das heißt, ich kann mit meiner Passmo oder Suica oder in dem Fall Manaka in den unterschiedlichsten Bereichen des Landes fahren und die gleiche Karte benutzen. Also egal, ob ich in Hokkaido unterwegs bin oder in Hiroshima, eure Passmo- oder Suica-Karte funktioniert überall, wo man IC-Karten verwenden kann. Wenn ihr euch so eine IC-Karte zulegen wollt, was ich wie gesagt sehr empfehle, weil es so viel einfacher ist, mit so einer Karte rumzureisen, als Papiertickets zu ziehen, dann könnt ihr das entweder am Automaten machen, an einem Schalter oder sogar im Voraus im Internet und die euch zuschicken lassen. Wenn ihr euch besser fühlt, die direkt schon in der Tasche zu haben, bevor ihr in Japan ankommt, dann könnt ihr das im Internet kaufen. Ansonsten einfach wirklich, wenn ihr am Flughafen ankommt, könnt ihr direkt am Flughafen, am Schalter oder an einem Automaten so eine Karte ziehen. Dabei ist es wirklich völlig egal, ob ihr eine Passmo zieht, eine Suica oder eine Ikoka. Das ist vermutlich die, die ihr in Kansai am Flughafen, also in Osaka, kriegen würdet. Die Karte kostet 2000 Yen, wobei 1500 Yen davon verfahrbar sind. Also die könnt ihr benutzen. Und 500 Yen sind Pfand für die Karte. Wenn ihr die am Ende eurer Reise zurückgebt, kriegt ihr die 500 Yen zurück. Ihr könnt die Karte auch aber einfach behalten, weil die funktioniert nämlich 10 Jahre lang auch unbenutzt. Das heißt, ihr könnt die einfach für eure nächste Japanreise mit nach Hause nehmen und auf eurer nächsten Japanreise wieder verwenden. Selbst wenn ihr nach über 10 Jahren nach Japan erst wieder zurückkommt und diese Karte deaktiviert wird, kein Problem. Ihr könnt die nämlich einfach umtauschen gehen, auch euer Guthaben wird dann einfach auf eine neue Karte transferiert, überhaupt kein Problem. Das einzige Problem, wenn ihr ein bisschen schusselig seid und Angst habt, dass diese Karte, wie das immer so ist, einfach innerhalb von den nächsten Jahren, wo ihr nicht nach Japan reist, irgendwo wegkommt, weggeschmissen wird oder ähnliches, dann macht es vielleicht doch Sinn, am Ende eurer Reise diese Karte wieder zurückzugeben, eure 500 Yen einzukassieren und auf eurem nächsten Urlaub einfach wieder eine neue Karte zu holen. Wenn euch das Rumtragen von so einer Plastikkarte zu doof ist, dann könnt ihr euch auch einfach eine für euer Handy besorgen. Sowohl Apple Wallet als auch Play, keine Ahnung wie das dort heißt, haben die Möglichkeit ein, ich glaube Passmo oder Suica, ich kann mich nicht erinnern, so eine Karte einfach auf dem Handy anzulegen. So mache ich das. Also ich habe noch eine Zweitkarte auf dem Handy, die benutze ich privat. Das hier ist meine Firmenkarte. Das ist total praktisch, das könnt ihr auch im Voraus schon machen. Da könnt ihr eine Kreditkarte mit verknüpfen, dann müsst ihr sie auch nicht ständig aufladen. Ich persönlich lade sie ständig auf, weil mir das einfach sicherer ist. Aber wie gesagt, es ist total praktisch, das auch einfach auf dem Handy zu haben. Jetzt nochmal, wo könnt ihr diese Karte überall verwenden?
Wie gesagt, in den allermeisten Zügen funktioniert das, abgesehen von Expresszügen und solchen, wo ihr Sitzplätze reservieren müsst. Da müsst ihr extra Tickets dafür haben. Könnt ihr diese Karte benutzen, um rein und raus zu gehen und eure Züge damit zu bezahlen. Auch in den allermeisten Bussen funktioniert es genauso. Wenn ihr in den Bus einsteigt, einmal touchen und wenn ihr wieder rausgeht, nochmal Pi machen und dann wird das Geld abgezogen. Manchmal ist es sogar so, dass man nur einmal beim Reingehen Pi machen muss und dann das direkt abgezogen wird. Abgesehen von Transportmitteln könnt ihr mittlerweile diese Karte auch benutzen, um an Getränkeautomaten Sachen zu kaufen, in Convenience Stores, in Restaurants und in Cafés. Da könnt ihr, wenn ihr an der Kasse seid, so ein Zeichen sehen. Das blende ich euch hier ein, so schaut das aus. Und wenn dieses Zeichen da ist, dann könnt ihr mit eurer beliebigen IC-Karte in diesem Restaurant bezahlen. Das ist total praktisch. Wenn ihr die ersten 1500 Yen verbraucht habt, müsst ihr eure IC-Karte wieder aufladen. Das funktioniert an allen Bahnhöfen, an den Automaten und auch an den Schaltern, wo Leute arbeiten. Wenn ihr mit Kreditkarte aufladen möchtet, dann habt ihr wahrscheinlich bessere Chancen an einem Schalter als an einer Maschine. Wenn ihr mit Bargeld okay seid, dann sind auf jeden Fall die Maschinen, die Automaten eine sehr, sehr gute, sehr schnelle Option, um eure Karten aufzuladen. Jetzt noch mein allerletzter Tipp, warum ihr wirklich so eine Karte braucht, insbesondere wenn ihr in Tokio unterwegs seid. Da kriegt ihr nämlich einen Rabatt, wenn ihr eine Pasmo- oder Suica-Karte benutzt, im Gegensatz zu einem Papierticket. Es sind zwar nur ein paar Yen, aber trotzdem dem geschenkten Gaul und so, ihr wisst Bescheid. Das war's, glaube ich, auch schon von meiner kurzen Einführung der IC-Karten. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie in den Kommentaren unten und ich werde sie für euch beantworten. Ich bin, wie gesagt, quasi jeden Tag mit einer IC-Karte unterwegs und auch jeder andere Ausländer, der hier lebt, kann seine IC-Karte aus dem Alltag nicht mehr wegdenken. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, würde ich mir sehr wünschen, wenn ihr ihm ein Like gebt und wenn ihr auch den Japan-Hautnah-Kanal abonniert. Ich habe mehr interessante Themen jede Woche und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann! Tschüss!